Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Etwas ist schiefgelaufen bei Captain Tollpatschs Sumpftour. Ein Sumpfmonster hat Familie Gutherz erschreckt. Sumpfmonster? Aber das Schlimmste... Oh nein! Jetzt steckt die Bürgermeisterin im Treibsand und Captain Tollpatsch geht nicht an sein Handy. Aber Ryder, wir haben Ebbe zu dieser Tageszeit. Und das Wasser ist zu niedrig für den Sea Patroller. Das stimmt, Zuma. Deshalb ist dies ein... ultimativer Sumpfwassereinsatz. Ein ultimatives Ab ins Wasser. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Mein Propet hat hier einen ganz schlechten Empfang. Es zeigt mir nicht an, wo unsere Freunde sind. Chase, such mit deiner Flugkamera nach Hinweisen. Flugkamera! Fußabdrücke! Ich wette, die Kleinen stammen von Julia und Julius. Und die Größeren müssen der Bürgermeisterin gehören. Sehen wir uns das an. Folgen wir der Kamera! Ja! Da sind sie! Frau Bürgermeisterin! Julia! Julius! Ja! Da ist die Paw Patrol! Ich wusste, sie würden kommen! Rubble, zieh die Bürgermeisterin mit deinem Wassergleitboot raus! Rubble ist der ultimative Retter! Puff, puff, Wassergleitboot! Okay, Frau Bürgermeisterin, krabbeln Sie jetzt vorsichtig auf das Brett! Puff, Wassergleitboot, komm zurück! Oh, danke, Rubble! Meine Nichte und mein Neffe würden sagen, voll super cool! Hallo, Herr Graf. Wie läuft es so in Bellenburg? Ein Schild wurde gestohlen. Ein Schild mit einer Karte zum Kessel des Schlafs. Der Kessel des... oh, Schlafs? Er erzeugt einen magischen Nebel, der alle in Schlaf versetzt. Okay, wir sind schon unterwegs. Wir können auf keinen Fall in die Stadt. Wenn wir in eine dieser Wolken geraten, schlafen wir auch alle ein. Ryder, der Kessel ist auf einem Dach in der Nähe der Turmuhr. Marshall, Rocky, ihr müsst den Nebel aufhalten. Geht klar. Machen wir. Hätten wir nur einen lauten Wecker, um alle aufzuwecken. Rubble, was für eine tolle Idee. Chase, kletter rauf zur Spitze der Turmuhr. Wir lassen den großen Turm durch dein Drachenmegafon klingeln. Es wird sich anhören wie der lauteste Wecker der Welt. Aber wie soll es denn klingeln? Die Uhrzeiger sind noch lange nicht auf 12. Wir benutzen den Magneten, um die Metallzeiger der Turmuhr direkt auf 12 Uhr zu stellen. Aber wie kriegen wir den Magneten ganz darauf, Ryder? Du musst ihn hochkatapultieren. Ruff, Drachenmegafon! In Position, Ryder! Puff, Katapult! Los! Danke, Ritter Ryder. Danke, Rettungsritter. Ihr habt wieder mal unser schönes Bellenburg gerettet. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch beeilt habt. Olivia, die Straußenmama, ist in Schwierigkeiten. Es wird alles gut werden. Wir lassen sie ja nicht im Stich. Rubble, du musst mit deinem Schaufelbagger den Felsbrocken wegschieben und Olivia befreien. Sky, du musst Olivia mit deinem Rettungsgurt aus der Schlucht heben. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, ich wusste, dass ihr schnell kommt. Es wird alles wieder gut, Oscar. Wir helfen Olivia. Kran! Geschafft. Zieh ihn hoch. Hör zu, Sky. Lass jetzt den Gurt runter. Ich glaube, Olivia fliegt nicht so gern. Ich muss sie absetzen. Dann müssen wir einen anderen Weg finden, um sie zu ihren Eiern zu bringen. Arme Olivia, dein Fuß tut weh, ha? Tja, sie kann auf keinen Fall nach Hause laufen.
Wir müssen sie fahren. Robohund, bitte komm. Du musst den Paw Patroller herbringen, damit wir Olivia zurück nach Hause fahren können. Hier ist der Paw Patroller, Olivia. Robohund kann dich zurückfahren. Jetzt bringen wir Olivia rein und... Kusch, kusch! Robohund, setz deine Düsen ein. Du musst sie zurückholen. Stopp! Halt! Danke, Robohund. Vielen Dank, dass ihr unsere Straußenfamilie gerettet habt, Ryder. Kein Problem. Sind ihre Vögel mal weggerannt? Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwissers Ball poltert überall in der Stadt herum und macht das schöne Melonenfest kaputt. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du kannst den Ball mit deinem Netz auffangen und verhindern, dass er noch mehr kaputt macht. Und Rocky. Du kannst mit deinem Werkzeug alles reparieren, was der Ball schon kaputt gemacht hat. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Schnell, Chase, dein Netz. Ja, geschafft. Ja. Oh nein, so geht das aber nicht, du großer Möchtegern-Melonen-Missetäter. Gut festhalten, wir werden sie retten. Und ich weiß auch schon die Richtige für diesen Einsatz. Ich bin hier drüben! Ich bin hier drüben! Das war knapp! Dieser Ball hüpft ja wie verrückt! Wir müssen ihn so lange stoppen, bis Sky die Bürgermeisterin gerettet hat. Das ist es. Rocky, die Reparaturen können warten. Sieh mal in deinem Fahrzeug nach. Wir brauchen einen Basketballkorb. Seht mal, es muss nur noch ein bisschen umgebaut werden. Jetzt ist es der größte Basketballkorb der Welt. Nicht groß genug, damit die künstliche Melone da durchpasst, aber groß genug, um sie aufzufangen. Auf geht's. Das sollte klappen. Gerade rechtzeitig. Chase, deine Tennisballkanone. Oh, danke, Paw Patrol. Wir helfen gern. Wenn Sie wieder mal auf einem Ball hüpfen, ein Anruf reicht. Pizzaball kommt mit einem Knall. Pizzaboden kommt geflogen. Und jetzt die Soße. Und jetzt Käse und keine Mayonnaise. Und rein mit ihr in den Ofen. Die nächste Pizza ist fertig. Na, ich liebe den Duft von einer frisch gebackenen Pizza. Ich würde am liebsten sofort reinbeißen. Das dürfen wir leider noch nicht. Wir müssen nämlich den höchsten Pizzaturm der Welt bauen. Wir wollen doch ins Buch der Rekorde kommen. Sehen Sie? Pizzaturm? Ich werde den Pokal gewinnen, stimmt's, Kätzchen? Ich bin schon so aufgeregt. Der Preisrichter kommt jeden Moment. Und er ist bestimmt begeistert von unserem Pizzaturm. Hat hier jemand was von Pizza gesagt? Sucht ihr etwa den allerhöchsten und allerprachtvollsten Pizzaturm der Welt? Aber ich dachte, wir brechen den Rekord und gewinnen den Pokal. Das werden wir auch. Wenn unser Turm der höchste ist, geht der Pokal an die Abenteuerbucht. Na, jetzt freuen Sie sich mal nicht zu früh. Dass meine Stadt gewinnt, ist so gut wie sicher. Alle mal herhören. Bahn frei für den Abenteuerbucht-Pizzaturm. Oh. Hey, hallo Leute! Oh, ich stecke fest. Was, wo, was? Ich fahre. Oh, Hilfe! Ryder, du musst ihm helfen. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh. Sky, du bringst ihn mit deinem Rettungsgurt in Sicherheit. Na, das nenne ich doch mal eine Rekordrettung. Geschafft. Ihr habt wirklich den höchsten Pizzaturm der Welt gebaut. Ich hab gewusst, dass wir es schaffen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Henrietta und Gockelino sind mit dem Hoverboard von Draufgänger Danny X unterwegs. Oh nein! Gockelino! Wir müssen sie einfangen. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Sky. Ich heb jetzt.
Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Welch ein Glück, dass ihr kommen konntet. Bitte rettet unsere Hühner. Wir kümmern uns drum. Sky, siehst du sie schon? Fernsichtbrille. Ja, ich sehe sie, Ryder. Sie sind auf dem Wagen von Bäuerin Yumi. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Wir sind auf der Suche nach zwei Hühnern. Und da sind sie. Fall abgeschlossen. Und schon sind sie wieder weg. Fall wieder eröffnet. Ich verfolge sie, Ryder. Die Drohne fliegt so wild hin und her, ich kann sie nicht fangen. Und jetzt fliegt sie aufs Meer. Zuma, wir brauchen dich für eine schnelle Meeresrettung. Und es gibt etwas Besonderes, das du mitbringen kannst. Auf die Plätze, fertig, nass. Keine Angst, euch passiert nichts. Hilfe ist unterwegs. Rettungsmaiskolben. Gut gemacht, Zuma. Danke, Paw Patrol, dass ihr mein allerliebstes Lieblingshühnchen gerettet habt. Und meine noch viel kostbareren Gockelino. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Kikeriki und Flattern reicht. Ryder, sieh dir das mal an. Riesenfußspuren. Die sind bestimmt von Elefanten. Ja, sie sind hier. Wir müssen in die Richtung. Das Gebrüll ist jetzt noch viel lauter als vorher. Das heißt, es muss von hier kommen. Oh, ein Elefantenbaby. Oh, das ist Tröti. Wie kann so ein kleiner Elefant so ein lautes Tröten von sich geben? Ich glaube, ich weiß, wieso. Sein Hinterbein steckt in irgendwas fest. Ralfi, nicht! Geh sofort da weg! Komm zurück! Wir wollen dir doch nur helfen! Oh nein! Ryder, Tröti rennt direkt zum Fluss! Oh oh, die Strömung ist ziemlich stark! Tracker, kannst du auf das Floß springen und es mit deinen Kabeln anhalten? Aber klar, das schaffe ich leicht! Jetzt bringen wir Tröti zurück ans Ufer. Gut gemacht, Tracker. Alles gut, Tröti. Wir helfen dir nur. Wir nehmen dir diesen alten Reifen sofort ab. Ganz ruhig. Jetzt. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danny hat sich den gefährlichsten Ort für ein Mittagessen ausgesucht. Hoch über der Schlucht und dann hat der Wind ihn kopfüber gewirbelt. Gott sei Dank trägt er einen Sicherheitsgurt. Trotzdem müssen wir ihn da runterholen. Hier kommt das Sicherheitsnetz. Hallo, Danny. Wohl eher baumelnder, Danny. X, wow! Ich helfe dir, dich wieder richtig rumzudrehen. Vorsicht! Ich will nicht, dass mein mega tolles Mittagessen runterfällt. Okay, aber wir sind hier, um dich zu retten. Das Essen kann warten. Greifer. Hey, klasse! Wir haben es geschafft. Ist das Ryder? Ich bin gleich da. Wow! 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 Danke für das Netz, Chase. Danke, wow! Ich wusste gar nicht, dass dieses Rad fliegen kann. Das Video wird bestimmt ganz toll. Aufgepasst, ich radle jetzt runter. Oder auch nicht. Oh, Danny ist in noch größerer Gefahr. Feldfreunde, wir brauchen euch alle in der Luft, um Danny aufzufangen. Ja, nice. Wir begleiten dich jetzt nach unten. Ich finde, das ist eine ganz tolle Idee.
Die Paw Patrol sind die Besten! Das war eine echt irre Fahrt. Und den rasanten Abgang bei diesem genialen Stunt verdanke ich der Paw Patrol. Danke, Ryder! Hey, Stunthilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Hallo, Everest. Was gibt's? Herr Segelohr hat ein modernes System in Onkel Herberts Hütte eingebaut. Und jetzt sind beide eingesperrt. Das ist nicht gut. Wir kommen sofort. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Juhu! Sie sind da! Marshall, fahr deine Leiter aus. Wird gemacht. Leiter hoch! So, Rocky, kletter rauf und steig ein. Kein Problem, ich bin pfotenschnell oben. Und schon bin ich drin. Danke, Onkel Herbert. Wow, das ist aber heiß hier. Wo befindet sich die Steuerung? Steuern lässt sich mit dem Ding überhaupt nichts. Ich nehme die Abdeckung ab, um zu sehen, wie man es ausschaltet. Schraubendreher. Vorsichtig, es hat eine Anti-Ausschaltfunktion. Die muss ich erst abschalten. Nein, Moment. Urlaubsmodus aktiviert. Schnell, Freunde, wir müssen dieser Hütte folgen. Oh, oh, wir müssen die Hütte sofort stoppen, die Schlucht. Everest, bremst die Hütte mit deinem Wurfhaken ab. Wurfhaken! Erwischt! Perfekt, und jetzt die Bremse treten. Sehr gut, und rückwärts. Es tut mir wirklich leid, dass ich Ihre Hütte in die Schlucht modernisiert habe. Oh, nicht doch, schon gut. Ehrlich gesagt, ich mag sie lieber ohne das ganze moderne Zeug. Danke, dass ihr mich und mein unmodernes Haus gerettet habt, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Du weißt ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Alfred, Yumi und Kolinda waren auf dem Weg nach Hause, als sie auf der Zugbrücke stecken geblieben sind. Und jetzt klemmt die Brücke. Chase, du musst mit deiner Seilwinde verhindern, dass der Wagen abrutscht und in den Fluss fällt. Marshall, wir brauchen dich und deine Leiter. Mach sie an Bauer Alfreds Wagen fest. Und Rocky, du musst die Brücke mit deinem Werkzeug reparieren. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das ging ja schnell, Rocky. Das Zahnrad hat sogar die richtige Größe. Aber es hat nicht die richtige Anzahl von Zähnen. Sieht gut aus. Chase, zieh die Winde etwas an. Richtige Größe, richtige Anzahl Zähne. Schraubenschlüssel. Wie lange dauert es noch, Rocky? Ich brauche noch ein paar Minuten. Ich rufe eben Verstärkung. Sky, du musst Kolinda aus der Luft retten. Ich bin der Flughund. Chase, wir brauchen dein Netz, damit Kolinda weich landet. Aber sie landet auf der anderen Seite der Brücke. Rocky, du kümmerst dich um die Winde. Chase, ich bringe dich mit meinem Quad rüber. Vorsicht, Ryder, da ist immer noch eine große Lücke in der Brücke. Ruff, Netz! Mehr. Rocky, hilf Bauer Alfred runter. Du musst das Seil einziehen und gleichzeitig rückwärts fahren. Mach ich, Ryder. Danke, dass ihr uns von der Brücke runtergeholt habt, Paw Patrol. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Mu reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Ein lautes Geräusch hat im Dschungel ein Elefantenbaby und seinen Vater erschreckt. Wir müssen Babyfun schnell aus dem Treibsand befreien, bevor er noch tiefer einsinkt. Für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter! Und Rocky. Rocky rockt. Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Es wird alles gut, Papa Fund. Die Paw Patrol ist unterwegs. Gleich haben wir eine Steinbrücke.
Der Treibsand ist mächtig tief. Wie wär's mit dem Stamm? Gute Idee, Rocky. Wenn's mit den Steinen nicht klappt, versuchen wir's mit einer Holzbrücke. Wow! Ruff! Seilwinde! Chase, hol die Winde ein. Ruff! Seilwinde einholen! Oh, oh, das Baby ist ganz schön schwer. Wir müssen das Auto festhalten. Gut, dass du noch schwerer bist. Rubble, schieb den Baumstamm unter ihn. Ich mach ihn jetzt los. Alles klar, aber passt auf. Das war gute Arbeit, Freunde. Das haben wir gern gemacht, Papa Fund. Und wenn du wieder mal ein unheimliches Geräusch hörst, ein Anruf reicht. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Gerda Gewinnegern ist in den Sumpf gefahren, um einen Frosch zu finden. Und jetzt stecken ihr Wagen, ihr Anhänger und ihr Pony fest und versinken im Sumpf. Also für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter. Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Wir haben es geschafft. Echt super. Sehr gut, Freunde. Und jetzt den Anhänger ankuppeln, damit Frau Gewinnegern zum Wettbewerb fahren kann. Ganz ruhig, Felicia. Halt das. Ich hole mein Pony weg von diesem furchtbaren, klebrigen Matsch. Felicia! Ich erinnere mich nicht, eine Schlammpackung bestellt zu haben. Zuma, wir treffen uns gleich beim Sumpf. In Ordnung, Ryder. Ab ins Wasser. Das arme Pony kann sich nicht mehr lange halten. Da hast du recht. Wir müssen ihm irgendwie helfen. Vielleicht mit den Baumstämmen. Felicia, wir haben hier ein kleines Floß gebaut. Tolle Rettungsaktion, Zuma. Danke, Rubble. Felicia, du bist in Sicherheit. Danke, vielen Dank. Hellenhunde? Nein, Flauschfreunde? Ich meine, Paw Patrol. Selbstverständlich, das wollte ich gerade sagen. Haben wir gern gemacht. Falls Sie wieder mal im Schlamm feststecken, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Familie Gutherz ist mit einem Schwimmtier aufs Meer rausgetrieben. Hilfe! Wir müssen sie finden und sicher ans Ufer zurückbringen. Für diesen Einsatz brauchen wir Zuma. Ab ins Wasser. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Sieht so aus, als hätten Sie Besuch. Wir haben Sie nicht gerade eingeladen. Wir befestigen eine Leine an Ihrem Schwimmtier und ziehen Sie ans Ufer. Wow, wow, wow. Ist ja schon gut. Also, das war ja total seltsam. Wir haben Sie wohl erschreckt. Seid schön brav, Vögelchen. Sieh mal, Sie schieben das Schwimmtier weiter weg von uns. Tante Gutherz, ein Schwarm hat gerade ein Loch in das Schwimmtier gestochen. Ryder, wir verlieren Luft. Was sollen wir jetzt tun, Ryder? Wenn wir das Schwimmtier nicht bald zurück zum Strand bringen, wird es untergehen. Untergehen? Du hast mich auf eine Idee gebracht. Achtung, Rocky, Rubble und Marshall. Wir brauchen eine schwimmende Plattform und einen Felsbrocken, um sie zu versenken. Alles klar, verstanden, Ryder. Sky, Marshall, ihr seid dran. Schnatter, Schnatter, Fauch. Schnatter, Schnatter, Fauch. Eure Sprache spreche ich auch. Langsam, ganz ruhig. Jetzt! Na, ihr? Den ganzen Tag fliegen, flattern und spielen. Schnatter, Schnatter, Fauch. Schwanensprache kann ich auch. Das war vielleicht ein aufregender Tag. Danke, Ryder. Danke, Fellfreunde. Es war uns ein Vergnügen. Und nicht vergessen, wenn Sie wieder mal mit einem Schwimmtier aufs Meer raustreiben, ein Anruf reicht.
Lotte und Yumi. Sag mal, Lotta, kannst du heute Nachmittag um 3 zum Rathaus kommen? Das würde ich ja wirklich gern, aber ich kann nicht. Aber du musst kommen. Ich meine, wie kommt's? Ich habe kein Auto. Und mit dem Flugzeug kann ich nicht kommen. Ich kann nicht mitten in der Stadt landen. Ha, keine Sorge, Lotta. Wir bringen dich zu deiner Überraschung. Du wirst überrascht sein, wie wir dich dahin bringen. Na schön. Danke. Dann sehen wir uns um 3. Bis später, Düsenjäger. Wahnsinn! Das habt ihr richtig schön gemacht. Oh nein, wir haben kein Geburtstagsgeschenk. Uns muss was einfallen, bevor Bauer Alfred und Bäuerin Yumi Lotta hierher bringen. Ich glaube, ich habe eine tolle Idee. Warum suchen wir auf der Schrottinsel nach einem Geschenk für Lotta? Als ich das letzte Mal hier war, habe ich etwas gesehen, das ihr gefallen würde. Und zwar da drüben. Ich glaube, ich kann es bis zur Party wieder in Schuss bringen. Und erst recht, wenn alle mithelfen. Echt tolle Farben, Marshall. Gut gemacht, Fellfreunde. Ich weiß, was wir machen, damit Lotta sich noch mehr freut. Rocky, du musst mir dabei helfen. Oh, es ist soweit. Ich bin sehr gespannt, was Sky mir zeigen will. Ich kann dir versprechen, es wird eine ganz besondere Paar... Oh, ich meine, es wird dir Spaß machen. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch! Wow, ist das etwa für mich? Ja, das haben die Hunde für dich gemacht. Los, komm! Ich freue mich schon die ganze Zeit auf die Probefahrt. Das ist das allerbeste Geschenk aller Zeiten. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Das ging aber schnell, Freunde. Herrn Pfeffers Kuchen wurden von einem Wirbelwind erfasst. Und jetzt schleudert dieser Kuchenzyklon Kuchen in der ganzen Stadt herum. Chase, du musst die Leute mit dem Megafon vor dem Kuchenzyklon warnen, damit sie nicht hineingeraten. Und Rocky, du reparierst alles, was der Zyklon kaputt gemacht hat. Und Marshall, du machst mit deinen Wasserdüsen alles sauber, was von den Kuchen getroffen wurde. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Alles wieder schön. Gefällt's dir, Katzi? Katzi, geh sofort ins Haus. Oh nein, was für ein Chaos. Ryder! Der Kuchenzyklon hat eben Katzis Salon verwüstet. Wir sind unterwegs. Marshall, hilf Rocky, aufs Dach zu kommen. Leiter hoch. Greifer. Wasserdüsen. Tut mir leid, Rocky. An mir hat kein Kuchen geklebt. Ryder, ich kann den Kuchenzyklon von hier aus sehen. Los, komm, Fellfreunde. Solange heiße Kuchen in dem Zyklon sind, wird er niemals aufhören, sich zu drehen. Sky, Rubble, ich brauche eure Hilfe. Ich heb jetzt ab! Rubble ist der Retter! Sky, dein Haken, heb Rubble hoch! Jetzt flieg ihn über den Kuchenzyklon und lass ihn langsam runter. Wenn du drin bist, schlag die Kuchen mit deiner Schaufel raus. Schaufel! Juhu! Sam! Volltreffer! Ja, Rubble, gut gemacht. Ja, mit Tintenfischfüllung. Vielen Dank für eure Hilfe, Paw Patrol. Hey, Freunde, wir müssen Reinhard in die Gondel zurückhelfen und seinen undichten Ballon reparieren. Hilfe! Also für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter. Und Rocky. Woo! Rocky rockt. Rubble, Rocky, los, los, los. Wir haben sie gefunden, die Monsterschnabelinsel. Nein, Reinhard, warten Sie! Hä? Dieser Felsen fühlt sich nicht sehr felsig an. Er fühlt sich an wie Federn. Ah! Festhalten, Reinhard! Ryder und die Fellfreunde sind unterwegs! Schnell, flick das Loch, Rocky. Woo! Klebstoffflasche. Mit Sekundenkleber haben wir das gleich. Und jetzt pumpe den Ballon mit heißer Luft aus deinem Staubsauger auf. Woo! Staubsauger. Okay,
Okay, Reinhard, machen Sie sich bereit, auf mein Kommando auf mein Schwebebord zu springen. Vielleicht sollte ich vorher versuchen, den Monsterschnabel zu beruhigen. Pelikane stehen total auf Tintenfisch. Das war knapp, Reinhard. Lassen Sie bloß nicht los. Jetzt bringe ich Sie zurück zum Ballon. Und das war ein weiteres erfolgreiches Reisender-Reinhard-Abenteuer. Und so, meine treuen Zuschauer, stieß ich zufällig auf die legendäre Monsterschnabelinsel. Mit Hilfe der Paw Patrol. Das haben wir sehr gern gemacht, wenn Sie wieder mal auf einem Riesenvogel landen, ein Anruf reicht. Ich muss so lange hier rumlaufen, bis Reinhard mein echtes gefälschtes Ungeheuer entdeckt. Und dann locke ich ihn in die Nachbarstadt. Hilfe! Ich meine... Da ist es. Aber was für geheimnisvolles Wesen ist es? Baby Yeti! Baby Yeti! Ich muss die Paw Patrol rufen. Marshall, es geht los. Wir retten den Baby Yeti. Er sieht ängstlich aus. Deshalb musst du ihn ganz vorsichtig davon überzeugen, an der Leiter herunterzuklettern. Mach ich, Ryder. Leiter hoch! Halte durch, großer Zottelbart. Ich helfe dir runter. Ha, wird aber auch Zeit, dass die Hunde aufkreuzen. Ich meine... Versuch ihn dazu zu bringen, rückwärts die Leiter herunterzuklettern. Ich versuche es mal in Baby Yeti-Sprache. Wow, ich kann die Baby Yeti-Sprache. Ryder, der Baby Yeti hängt an seinem Fell fest. Komm, Sky. Wir brauchen Hilfe aus der Luft. Alles klar, Ryder. Du brauchst keine Angst zu haben. Hilfe ist unterwegs. Moment mal, das ist gar kein Tier, das ist... Ich meine, Grunz. Bürgermeister Besserwisser? Zu dumm, mein Plan hat nicht funktioniert. Wenn wir doch nur ein echtes Ungeheuer in unserer Stadt hätten. Kätzchen, war das eine von euch? Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Klasse. Wir haben einen dringenden Rettungseinsatz auf der Sonnenfelsinsel. Schnee? Auf einer tropischen Insel? Ja. Herr Pfeffer und Alex sind total eingeschneit und sitzen fest. Wir müssen sie finden und von der Insel holen. Robohund, nimm das Schneemobil von Everest mit und flieg uns zur Insel. Tolle Schneeschuhe hast du gebastelt, Opa. Was wollen wir spielen? Ein Spiel namens Wanderung zum Strand. Es ist eine große offene Fläche. Die Paw Patrol wird uns dort mit Sicherheit finden. Alles klar. Ich zuerst. Wow! Guck mal, Opa, ich fahr Ski. Vorsichtig, Alex. Herrje! Bis später, Alligator. Alex, wir müssen langsamer fahren. Ich glaube, das kann ich nicht, aber es macht Spaß. Wir rasen auf eine Klippe zu. Sichtgerät. Ryder, ich sehe Alex und Herrn Pfeffer den Berg runterfahren. Aber sie sausen direkt auf einen tiefen Abhang zu. Everest, fahr mit deinem Schneemobil unten vor den Abhang und baue ein Schneekissen. Schnell! Verstanden. Das ist schön weich und gerade rechtzeitig. Ja! Alex, Herr Pfeffer, ist alles in Ordnung? Das war toll. Können wir das nochmal machen? Wir bringen euch an Bord des Air Patrollers. Da ist es schön warm. Das ist der beste Campingausflug aller Zeiten. Und das haben wir dir und der Paw Patrol zu verdanken. Oh, aber gern geschehen. Wenn das Wetter mal wieder verrückt spielt, ein Anruf reicht. Ungewöhnliche Schmetterlinge sind in der Abenteuerbucht und verursachen Chaos. Ryder, ich glaube, die Schmetterlinge kommen aus dem Wald. Da ist einer. Hey, das sind Melodie-Monarchfalter. Für gewöhnlich folgen sie einem dunkelvioletten Kundschafter-Schmetterling, der vorausfliegt und nach Nahrung sucht. Ohne den Kundschafter finden die anderen Schmetterlinge keine Nahrung.
Hab verstanden, Ryder. Ich halte nach dem dunkelvioletten Falter Ausschau. Wenn die Melodie-Monarch-Falter einem Kundschafter folgen, dann... Ich weiß. Robohund, zurück zur Zentrale. Sky, versuch einen anderen Schmetterlingsbusch zu finden. Mach ich, Ryder. Rocky, wir brauchen ein paar Sachen aus deinem Wagen. Geht klar, Ryder. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Zuma, du bist der Kundschafter-Schmetterling. Deine Hundemarke ist auf Schmetterlingstrillern eingestellt. Folgt mir, Schmetterhundelinge. Wir müssen ein paar Melodie-Monarch-Falter weglocken. Sky, hast du schon andere Schmetterlingsbüsche gefunden? Ich sehe welche. Sogar einen ganzen Haufen Schmetterlingsbüsche. Sie sind weit weg. Sehr gut. Ich schicke die Fellfreunde und die Schmetterlinge rüber zu dir. Du, ich glaube, wir verlieren ein paar. Ich krieg das hin. Kommt schon, Schmetterlinge. Jetzt macht mal langsam eine Flatter. Das habt ihr toll gemacht, Freunde. Ihr habt die Schmetterlinge zu ihrer Futterstelle gebracht. Zurück zur Abenteuerbucht. Komm mit, Kumpel. Ich bringe dich zu deinen Freunden. Ryder, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Wir haben schon überall nach unseren Ziegen gesucht. Wir werden sie finden und auch den kaputten Zaun reparieren. Stimmt's, Rocky? Genau. Schraubendreher. So, das Gehege ist repariert. Nichts wie los. Hallo, Frau Bürgermeisterin, was gibt's? Yumis Ziegenbabys haben gerade meine Strandsäcke zerkaut. Wir sind schon unterwegs. Fellfreunde, die Ziegen sind am Strand. Wir müssen sie zusammentreiben. Geht klar. Hier, ja. Kleine Zicklein. Ich hab sie auf das Floß getrieben. Klasse. Aber wo ist das Floß denn? Die Flut kam und hat es rausgespült. Ausgerechnet im falschen Moment. Die Bürgermeisterin hat gesagt, dass meine Ziegen hier sind. Wo sind sie? Sie sind sozusagen segeln gegangen. Zuma, wir brauchen dich für eine Wasserrettung. Ab ins Wasser! Seile zerknabbert und treiben in alle Richtungen ab. Was soll ich tun? Wir müssen die Baumstämme irgendwie wieder zusammenbinden. Rennende Ziegen, wie beim Yogakurs. Rennt, kleine Ziegen, rennt! Das macht ihr ganz toll. Macht weiter, ich schiebe euch zurück an den Strand. Oh, meine Babys. Danke, Paw Patrol. Kein Problem. Wenn die Yoga-Ziegen wieder mal weglaufen, ein Anruf reicht. Die kleinen Racker müssen schnell nach Hause. Sie sind müde, seht nur. Einfach richtig. Frau Bürgermeisterin? Ryder, der goldene Stadtschlüssel wurde gestohlen. Frau Bürgermeisterin, ich möchte einen Kuchendiebstahl melden. Schurken haben den Strand verwüstet. Und das Museum. Ryder, was sollen wir denn nur tun? Frau Bürgermeisterin, können Sie und die anderen die Fluchtfahrzeuge beschreiben? Moment, sie sahen aus wie eure Fahrzeuge. Das werden wir mal überprüfen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Unsere Aufgabe ist es, die Räuber zu finden und aufzuhalten. Mit dem Schlüssel kommen die Diebe überall rein und weggebracht wird die Beute mit den Fahrzeugen. Der Dieb, der den Schlüssel hat, redet mit denen, die die Fahrzeuge fahren. Mal sehen, ob wir mithören können. Ahoi, alle Piratenmobile. Wir treffen uns an der Geheimstelle am Strand. Das ist Zit Seeräuber. Los, komm mit. Wir können ihn immer noch entwischen. Du bleibst hier. Drei sind schwerer als zwei. Ich habe immer noch den Schlüssel. Ich komme wieder. Und ich kann euch versprechen, das nächste Mal erbeute ich alles. Zuma, stopp es! Seilwinde auswerfen! Wir haben unser Boot verloren. Aber wir haben immer noch den Schlüssel. Wo ist der Stadtschlüssel?
Vielen Dank, Ryder. Und euch danke ich auch. War uns ein Vergnügen. Und Sie wissen ja, Frau Bürgermeisterin, Piratenhilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Herzlich willkommen in der Abenteuerbucht, lieber Oscar. Also dann, ich muss los. Auf Wiedersehen. Da bist du ja, Oscar. Hast du Durst? Wasserdüsen. Was? Er war nicht so aufgeregt, als er auf dem Autodach gesessen und Henrietta gesehen hat. Oder vielleicht wollte er einfach nur zu seinem Kuscheltier. Ehrlich? Du glaubst, er vermisst seinen Kumpel? Das wissen wir gleich. Hallo, Oscar. Kommst du mit? Alles in Ordnung, Marshall? Ja, es geht mir gut. Das war so ein schaukeliger Ritt. Ich glaube, meine Punkte sind verrutscht. Oh, seht nur, die Ponys begrüßen Oscar in unserer Familie. Unser Baby ist endlich bei uns zu Hause. Danke, Paw Patrol. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Arab. Reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wir haben einen riesigen Dino-Einsatz vor uns. Der Vulkan rumpelt und raucht. Und das bedeutet, er könnte jeden Moment ausbrechen und Lava spucken. Das klingt aber echt gefährlich. Eine Dino-Herde grast friedlich am Fuße des Vulkans und ahnt nichts davon. Wir müssen es schaffen, sie an einen sicheren Ort zu bringen. Auf geht's. Wir sind bereit. Und ab. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Wir müssen hier weg. Der Vulkan bricht aus. So ist es gut. Alle mir nach. Er bricht aus. Rubble? Du musst einen Graben ausheben, damit die Lava von hier weg in die Schlucht fließt. Ein Graben kommt sofort. Wir sind fast da. Wir müssen nur noch über die Felsenbrücke. Oh nein, wie kommen wir jetzt darüber? Rocky, Zuma, Sky, ihr müsst die umgestürzten Bäume über die Schlucht legen, damit die Dinos sie sicher überqueren können. Das habt ihr gut gemacht, Freunde. Und nun bringen wir die Dinos rüber. Robin, schnell, wir müssen hier weg. Der Graben ist fertig, wir können's. Hat es geklappt? Überzeug dich selbst. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt ist es wieder schön ruhig. Er sagt Danke. Gern geschehen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Die Kätzchen vom Bürgermeister sitzen im Clownmobil von Hupsi und rasen wie wild durch die Gegend. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Sky. Ich heb jetzt ab. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hab keine Angst, Kätzchen. Ich hab dafür gesorgt, dass jemand kommt, euch zu retten. Das Auto muss langsamer werden. Sky, lass Hupsi vorsichtig runter auf das Auto. Gut, Hupsi. Und jetzt zieh den Schlüssel ab. Du musst den Schlüssel irgendwie lockern. Am besten jetzt mit Öl. Oh nein, durch das Öl rutscht er aus. Er hat es geschafft. Das war gute Arbeit, Hupsi.
Oh, meine Kätzchen, ihr seid in Sicherheit. Ja! Juhu! Hilfe! Rocky, Zuma, wir brauchen Verstärkung. Rocky, Rock! Ab ins Wasser! Ihr müsst euch beeilen, ihr fährt direkt zu Alex Party. Passen Sie auf! Der Bürgermeister macht meine schöne Geburtstagstorte zu Brei. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ihr habt meine Torte gerettet und meine Party. Danke, Paw Patrol. Das haben wir doch gern gemacht, Alex. Falls eure Clown-Vorstellung wieder mal in Gefahr ist, ein Hupen reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Das Schiffswrack wurde von Sid Seeräuber entführt. Und deshalb müssen wir es wieder dahin zurückbringen, wo es hingehört. Ah, warum kommen wir so langsam vorwärts? Was ist denn nur los? Ryder, wir sind dem Wrack gefolgt. Aber jetzt passiert etwas Komisches. Es sieht so aus, als wenn das Wrack nicht weggeschleppt werden will. Weil in dem versunkenen Schiff eine Riesenseeschnecke wohnt. Für sie ist dieses Wrack wie eine leere Muschel. Das Piratenschiff ist ihr Schneckenhaus. Sid, hier ist Ryder. Du musst das Wrack zurückbringen. Nein, ich bin ein Pirat und was ich finde, gehört mir. Rocky, du bist dran. Du musst das Stahlseil durchtrennen. Mach dich bereit. Ich warte auf dein Einsatzsignal. Chase, die Riesenseeschnecke muss stillhalten, wenn Rocky das Seil durchtrennt. Vielleicht hast du Tintenfischleckerlis dabei, um sie zu beruhigen. Ja, einen ganzen Eimer voll. Rocky, bist du soweit? Und los! Die Schnecke zieht nicht mehr. Los! Chase, deine Seilwinde. Rocky, mach den Haken fest. Haken festgemacht. Chase, du kannst loslegen. Wir zeigen Chase, wo das Piratenschiff war. Schnecki wird froh darüber sein. Da vorne. Danke, Ryder, dass ihr das Schiffswrack und somit das Zuhause von Schnecki gerettet habt. Haben wir gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein reicht. Willkommen zu unserem Wettbewerb, dem wilden Rodeo. Darf ich vorstellen, mein Partner Rondo. Sag brav Hallo, Rondo. Der erste Wettbewerb ist das Reiten auf dem buckelnden Bronco. Diese beiden Burschen müssen sich so lange wie möglich auf dem Wackelpferd halten. Und wer sich am längsten im Sattel hält, der wird unser diesjähriger Rodeo-Gewinner. Viel Glück, Herr Bürgermeister. Ja, als wenn ich Glück nötig hätte. Nein, ich doch nicht. Ich habe Klebstoff. Vorsicht, Kätzchen, der Klebstoff ist ein wenig flüssig. Was? Moment! Sie hat doch nicht Hüa gesagt! Los, steigen Sie von dem Ding ab! Kann ich nicht! Meine Hose ist daran festgeklebt! Rondo, Vorsicht, pass auf! Wir können noch nicht gehen! Ich hab noch nicht gewonnen! Keine Sorge, Cowgirl Carla. Wir reparieren alles und holen Rondo zurück. Schnell wie der Blitz! Und wie retten wir jetzt Rondo und den Bürgermeister? Mit ein bisschen extra Pfotenhilfe. Zuma, du musst dein Pferd einfangen. Volle Kraft voraus! Rettungsring! Braves Pony, jetzt bringen wir dich nach Hause. Und was ist mit mir? Chase, wir brauchen deinen Werfer. Werfer! Wenn du den Motor mit diesem Magneten triffst, müsste Bronco stehen bleiben. Und ab geht die Post! Hab ich gewonnen? Danke, Partner. Ihr habt nicht nur das Rodeo gerettet, sondern auch mein Pferd. Oh, das war doch gar nichts. Du hast sicher schon gehört, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Also, Fellfreunde, die Tiere sorgen für Chaos im Schloss. Wir müssen sie einfangen, bevor jemand verletzt wird. Und der Graf hängt am Turm fest. Oh nein, oh nein, oh nein. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ja, ich bin der Flughund. Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Die
Pfotenmission geht los. Paw Patrol! Wollen Sie mal fliegen? Oh, danke schön. Gern geschehen. Lasergitter. Ja, so ist es brav. Und jetzt kommst du mit. Huh? Chase, Marshall kommt jetzt mit ein paar tierischen Freunden. Hierher, Marshall! Zur Falltür! Ach, das sind alle gewesen. Aber wie sind die Tiere eigentlich ins Schloss gekommen? Ich glaube, das war Schnuffinchens Werk. Sie hat die Krone! Und die gebe ich nicht mehr her! Ihr erwischt mich nie! Doch nicht da lang! Ich glaube, er geht unter. Zuma, sieh dir das mal an. Ryder, der Elefant versinkt im Schlamm. Wir müssen ihn schnell rausholen. Chase, wir brauchen sowas wie ein Luftkissen. Drei, zwei, eins und los! Gerettet! Das habt ihr alle gut gemacht. Die Krone gehört mir. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Sehr gut, denn heute hat die Paw Patrol einen ganz besonderen Einsatz. Wir fahren mit dem Sea Patroller zum Hof von Bauer Alfred. Was? Wir wissen nicht warum, aber sein Bauernhof steht unter Wasser. Zuma. Ich möchte, dass du mit deinem U-Boot herausfindest, woher das Wasser kommt. Achtung, fertig, nass werden. Na, da laust mich doch der Affe. Robohund, und jetzt den Wasserfahrmodus einschalten. Zuma, finde heraus, woher das Wasser kommt. Wird gemacht, Captain Ryder. Wow. Komisch, so ein Unterwasserbauernhof. Ryder, ich habe einen Schlauch gefunden, aus dem immer noch Wasser läuft. Alles klar, folge dem Schlauch zum Wasserhahn und dreh das Wasser ab. So was Dummes hätte ich doch nur den Felsbrocken vom Gully geschoben. Also darum läuft das Wasser nicht ab, der Abfluss ist blockiert. Das kriegen wir schon hin. Rubble, du musst den Stein wegschieben, damit das Wasser abläuft. Na gut, dann werde ich mal den Stöpsel ziehen. Das ist ja ein echter Brocken. Aber den kriege ich weg. Ryder, ich hab's geschafft. Du musst ganz schnell wegschwimmen, Rubble. Abfließendes Wasser ist wie ein Strudel. Alles klar. Rückwärtsgang. Vielen Dank für alles, Paw Patrol. Ihr habt meinen Hof gerettet. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Bauer Alfred, ich hab vergessen, das Wasser abzustellen. Ups. Tut mir leid. Jeder macht mal einen Fehler. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wir müssen Percys verschwundene Karte finden und wir müssen den Schwebeschlitten reparieren, sonst kann der Weihnachtsmann die Geschenke nicht verteilen. Wo ist meine Karte? Oh nein! Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und Rocky. Rocky rockt bis zum Nordpol. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen weihnachtlich los. Na los, flieg schon, du! Und wieder kein Glück. Rocky, sieh doch mal nach, was mit dem Schwebeschlitten los ist. Wird gemacht. Chase sieht sich nach der verschwundenen Karte um. Chase, du versuchst, die Richtung zu erschnüffeln. Okay. Ryder, hier riecht es nach Zimt. Wahrscheinlich von der Zimtschnecke, die ich beim Betrachten der Karte verputzt habe. Das ist gut. Dann riecht die Karte bestimmt auch nach Zimt. Der Zimtgeruch kommt aus dieser Richtung dort. Ruff, Flugkamera! Rocky, wie weit bist du mit dem Schwebeschlitten? Es ist nicht so einfach. So etwas habe ich noch nie repariert. Ich werde nicht aufgeben. Sehr gut. Ryder, ich glaube, ein Stück von der Karte liegt auf dem Weihnachtsbaum. Der Teil der Karte von der Abenteuerbucht. Ohne ihn weiß der Weihnachtsmann nicht, wohin er die Geschenke ausliefern muss. Wir müssen dich auf dem schnellsten Weg zum Nordpol bringen. Aber womit? Mein Schwebeschlitten ist immer noch kaputt. Mach dir keine Sorgen, denn ich weiß schon, wie du zum Nordpol kommst. Also Schneerolf und Schneedolf. Warte! Weihnachtsmann!
Oho, na sowas. Was bringst du mir da, Percy? Das ist der Teil der Geschenkelieferkarte, der noch fehlt. Die Abenteuerbucht? Natürlich. Fast hätten die netten Bewohner dort nichts bekommen. Danke, Percy. Eigentlich musst du dich bei Ryder und der Paw Patrol bedanken. Der Weihnachtsmann? Das ist der Weihnachtsmann! Ja! Hoho, toll, diese Paw Patrol. Hallo, Everest, was ist los? Ryder, das Büchermobil rast die Bergstraße runter. Walter sitzt am Steuer und schafft es nicht, es anzuhalten. Wir kommen sofort. Kein Büchermobil zu groß, keine Pfote zu klein. Chase, überhol das Büchermobil und räum die Straße. Gerade so geschafft. Hallo, Ryder. Ich freue mich, dich zu sehen. Schnapp dir mit dem Wurfhaken das Büchermobil. Wurfhaken! Sky, jetzt bist du dran. Hört sich an, als wenn jemand Tee kocht. Was ist los? Fahren wir schon? Frau Fröhlich, legen Sie den Bauchgurt um. Walter! Wir retten Walter und die Bücher. Danke, Ryder. Wir können noch Hilfe brauchen. Rocky, Rubble, wir treffen uns unten an der Bergstraße. Ryder, ich sehe einen Zug kommen. Sky, versuch das Büchermobil zu bremsen. Ich hab's! Autopilot. Hallo, Walter. Dann schnall dich mal an. Die Bremse ist kaputt. Ich versuche es mit der Handbremse. Was? Das ist nicht gut. Rocky, Rubble, ich brauche eine Rampe. Hey, mit alten Eisenbahnschienen müsste es gehen. Beeilt euch, der Zug ist gleich hier. Wir haben es geschafft. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Wir haben heute ein doppeltes Problem. Danny saust durch die Kanalisation und Flitzezahn kann ihre Inlineskates nicht ausschalten. Oho, oh nein! Flitzezahn? Wer ist das? Frau Fröhlich, das war früher in der Roller-Derby-Mannschaft ihr Spitzname. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Außerdem brauchen wir Marshall. Marshall, macht's! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Bin ich froh, dass ihr da seid. Wir haben Frau Fröhlich und Danny nicht mehr gesehen, seit sie in dem Gully verschwunden sind. Chase, jetzt brauchen wir deine Flugkamera. Alles klar, Ryder. Flugkamera! Wir sind zu schnell unterwegs. Ich kann nicht anhalten. Wenn das so ist, dann gib mir meinen Pullover. Wir machen ihn zu einem Bremsschirm. Da kommen sie. Marshall, Chase, ihr müsst sie stoppen. Alles klar. Dann los. Au, au. Wasserdüsen. Also da war der Knopf zum Ausschalten. Danke. Danke, Paw Patrol. Das war sowas von extrem. Das mache ich ganz bestimmt nicht nochmal. Das haben wir gern gemacht. Du weißt ja, Vollbremsungen sind ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Das ging aber schnell, Freunde. Danny und Lotta sind auf den El Grande geklettert und haben dabei einen Adler verärgert. Jetzt hält er sie auf einem Felsvorsprung fest. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du musst den Adler mit deinem Hubschrauber ablenken, damit er Danny und Lotta in Ruhe lässt. Ich heb jetzt ab! Und Geheimspion Chase, du musst Danny und Lotta mit deiner Seilrutsche vom Berg herunterhelfen. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Der Adler hat noch immer meinen Selfie-Stick. Ryder, ich bin extrem
froh, euch zu sehen! Der Adler lässt uns einfach nicht in Ruhe! Sky, lock den Adler von ihnen weg! Ja klar, verstanden! Das ist ein ziemlich großer Vogel mit riesigen scharfen Krallen und einem unheimlich starken Schnabel. Hierher, großer Adler! Na komm, folge mir! Jetzt verstehe ich. Du willst spielen. Du bist eigentlich gar kein böser Vogel. Du willst nur Spaß haben. Du kannst tolle Kunststücke. Lotta, Danny, haltet durch. Wir holen euch darunter, bevor der Adler zurückkommt. Chase, Zeit für die Seilrutsche. Sofort. Ruff, Seilrutsche. Das macht richtig Spaß. Also los, Danny. Jetzt bist du dran. Du bist gerettet. Ich bin so froh. Ich auch. Dankeschön, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Mein Selfie-Stick. Wow. Danke, Adler. Und? Wollen wir noch den Gipfel erstürmen? Ich bin dabei. Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Ein Bienenstock ist vom Baum gefallen und die Bienenkönigin hat die Elefanten von ihrer Wasserstelle vertrieben. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du suchst aus der Luft nach den Elefanten, falls sie in Schwierigkeiten geraten. Ich bin der Flughund! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ryder und Sky, schon was entdeckt? Ja, ich sehe sie! Nein, ihr Lieben, lauft nicht da rein! Ryder, die Elefanten sind in den Tempel gelaufen. Kommt alle so schnell es geht zum Tempel. Chase und Tracker, ihr geht in den Tempel und führt die Elefanten raus. Ist gut, Ryder. Der Tunnel, er ist versperrt. Keine Sorge, wir sind unterwegs. Rubble, Marshall, haltet euch bereit. Helfen wir den Elefanten da raus. Tracker, wir machen die Steinplatte mit deinen Kabeln am Abschlepphaken des Paw Patrollers fest. In Ordnung, Ryder. Ruff, Kabel! Und nun locken wir unsere großen Freunde auf die Steinplatte. Marshall, überflute den Tunnelboden mit Wasser. Oberhund, leg den Rückwärtsgang ein und fahr den Paw Patroller zurück. Das war knapp. Danke für eure Hilfe, Paw Patrol. Haben wir gern gemacht. Wenn wieder mal ein Tier gerettet werden muss, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Bürgermeister Besserwisser hat Katys mobilen Waschsalon gestohlen. Oh nein. Wir müssen ihn zurückholen. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Rocky. Rocky rockt. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Haltet durch, meine süßen Kätzchen. Oh, was ist jetzt wieder los? Da ist Katys mobiler Waschsalon. Ich muss diese lästigen Hunde irgendwie aufhalten. Kätzchen. Oh, oh. Die Kätzchen vom Bürgermeister schweben weg. Und es wird noch schlimmer. Guckt euch den Waschsalon an. Die ganzen Seifenblasen bleiben darunter stecken und jetzt schwebt er auch davon. Rocky, du rettest die Kätzchen. Und los geht's. Ach, ich muss den Abwärtsknopf finden. Fang ihn, Chase. Ruff, Netz. Herr Bürgermeister, geht es Ihnen gut? Ich bin voller Matsch und meine Kätzchen sind in Seifenblasen davongeschwebt. Ah, meine Kätzchen! Es geht Ihnen gut. Sehen Sie? Jetzt kann ich endlich überall Tiere waschen. Wow!
Anscheinend wollen alle in der Stadt baden. Danke, dass ihr meinen Waschsalon zurückgebracht habt. Gern geschehen, Kathi. Wenn ihr wieder mal ein schaumiges Problem habt, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wally hat die Bucht verlassen und irrt jetzt in der Stadt herum. Warum hat Wally das Wasser überhaupt verlassen? Aber zuerst müssen wir ihn finden und für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du findest Wally mit deinem Hubschrauber und dann behältst du ihn im Auge, bis wir ihn sicher in die Bucht zurückbringen. Ich heb jetzt ab! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Habt ihr Wally gefunden? Nein, ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Walross so gut verstecken kann. Ryder, ich habe Wally gesichtet. Er steckt in einem Gully fest, mitten auf der Hauptstraße. Wir sind unterwegs. Oh, 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 oh. Was sagt Wally denn, Marshall? Dass er seinen besten Freund vermisst. Ohne Captain Tollpatsch will er nicht zurück in die Bucht. Danke, Marshall. Sky, Marshall und Rocky, ihr sucht alle nach Captain Tollpatsch. Chase, du bleibst schön hier und sorgst für eine Umleitung um Wally. Ja, verstanden. Ruff, Hütchen! Ryder hat ihn gefunden. Captain Tollpatsch ist auf einem Felsvorsprung. Gute Arbeit. Hol ihn mit deinem Rettungsgurt von dem Vorsprung und bring ihn zurück in die Stadt. Okay. Ruff, Rettungsgurt. Ahoi, Wally! Da klitt ich frei und dann ab in die blitzeblaue Bucht! Er ist frei! Sky, du bist dran! Du musst Wally zum Meer locken! Jetzt bringen wir dich mal nach Hause! Ryder, Paw Patrol! Wally und ich sind wirklich überglücklich, endlich wieder zusammen zu sein! Kein Problem, Captain! Falls sich Ihr Walross wieder mal verirrt, ein Anruf reicht! Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.